Hallöchen, meine Lieben, ich grüße euch zu eurem Auswahlorakel. Ja, als erstes möchte ich gerne mal mit euch ein Kerzchen anmachen. Na, ihr könnt einen Wunsch abgeben, aber natürlich auch ein Lichtlein für die Welt, für Frieden, Liebe, Harmonie und ja, möge Frieden in diese Welt einkehren. So. Wünsch dir was und möge dein Wunsch in Erfüllung gehen, wenn er dir dient. So, dann haben wir unser Lichtlein und wie immer, wisst ihr ja, ne? Gehen wir erstmal in die Hauptenergie und diesmal habe ich ja was für euch. Und zwar habe ich hier meine gesegneten Kerzen, der erste Stapel, ne? Du kannst noch in dich hineinfühlen. Hier haben wir für dich, mal sehen, ups, ob ich es drehen kann. Die Feenenergie, also wenn du dich für Stapel 1 entschieden hast, dann hast du ne, die Feenenergie, die Feenkugeln, eine gesegnete Kerze hier für deinen Stapel. Ich schiebe ihn schon mal zur Seite, der darf gleich wieder kommen. Und wenn du dich für Stapel 2 entschieden hast, dann hast du die Meerjungfrau-Energie, ne? Das sind die Kugeln für die ja, Meerjungfrau-Energie und eine gesegnete Kerze dabei. Ja, das Ganze schauen wir uns gleich an. Wir gehen erstmal in die Hauptenergien. So, und diesmal kamen ein bisschen mehr Karten. Beschränke dich nicht und folge dem Pfad deiner Leidenschaft. Also auch hier ganz viel Licht, ganz viel Feuerenergie. Es geht darum, deiner eigenen Leidenschaft zu folgen in dieser Woche. Und dann kam, der Wandel kommt mit der Zeit. Ja, wir müssen Geduld haben. Wir dürfen trotzdem weiter unseren Leidenschaften folgen und dann wird der Wandel mit der Zeit kommen. Also auch ganz viel Heilungsenergie hier an dieser Stelle und wichtig ist es, dass wir weiterhin ja, unserer Energie folgen, unserer Leidenschaft, ganz, ganz wichtig. Auch bei uns bleiben, in unserer Mitte bleiben. Und dann haben wir das Wasser der heiligen Quelle reinigt dich. Ja, vielleicht begibst du dich mal in einer Meditation, ja, in diese heilige Quelle oder auch, ja, Reinigung ganz, ganz wichtig jetzt zur Zeit, ne, mit den Energien, die im Außen herrschen. Wie ich immer sage, mit Salzwasser reinigen, ne. Um unsere Energien zu klären. Und dann kam Artus. Zuversicht und Mut begleiten dich fortan. Ja, und das ist ganz, ganz wichtig. Zuversichtlich zu sein, viel Licht in die Welt zu geben, mutig zu sein, ganz, ganz wichtig. Ne? Also wirklich in deine Kraft kommen, in deiner Energie bleiben, deine Energien auch nutzen, das Lichte, um dieses in die Welt hinauszugeben. Artus ist an unserer Seite und ja, zur rechten Zeit, auch wenn es dauert, es wird ein bisschen dauern, muss ich dazu sagen, aber trotzdem, dass wir in unserer Kraft und Stärke bleiben. Das ist ganz, ganz wichtig. So, dann ziehe ich schon mal die Feenenergie heran. Du hast dich also für diese gesegnete Kerze, für
für die Feenenergie entschieden und dann folgt gleich deine Botschaft. Bis gleich.